Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Republic Kommando. Und in der letzten Folge haben wir die Droidenfabrik auf Geonosis erfolgreich zerstört. Genauer gesagt haben wir sie mit einigen gezielten Sprengladungen schlicht in die Luft gejagt. Und heute geht es weiter mit dem Vorstoß zum Kernschiff. Jetzt, da die Fabriken offline sind, muss das Delta-Team durch feindliches Gebiet vordringen und ein nahegelegenes Separatistenschiff entern. Irgendwo an Bord befinden sich dort die Startcodes für die gesamte Kernschiffflotte. Ja, also eine militärisch und strategisch anscheinend sehr wichtige Mission, die uns heute bevorsteht. Und wir müssen auch durch feindliches Gebiet, das heißt ziemlich viele Feinde, die es zu eliminieren gilt, aber genau dafür wurden ja die Elite-Klon-Kommandos auf Kamino, wie wir eben eins sind, ausgebildet in Diensten der Republik. Und ich denke mal, oder ich hoffe mal, wir werden das ganz gut hinkriegen. Auf geht's! Deltas, da ist ein großes Flugabwehrgeschütz voraus. Näher kriege ich sie nicht an das Ziel. Viel Glück! Bewegung! Delta, ein paar Klicks entfernt liegt ein deaktiviertes Droidenkernschiff. Bringen Sie in das Schiff ein und besorgen Sie uns die Startcodes. Mit den Codes können wir die Evakuierung der Separatistenflotte stoppen. Bahnen Sie sich einen Weg durch die Schlucht und verschaffen Sie sich Zugang zum Schiff. Gibt es Informationen über feindliche Truppen in diesem Gebiet? Das Kernschiff ist mit einem großen Flugabwehrgeschütz gesichert. Erste Scans deuten auf zahlreiche Droiden hin. Sie sollten mit heftigem Widerstand rechnen. Davon führt ein schmaler Weg direkt zur nächsten Schlucht. Also, los geht's, Deltas. Viel Glück, Delta. Und kommen Sie nicht ohne die Startcodes zurück. Heftiger Widerstand, also nun gut, dann mal los. Wir sind hier mitten im Schlachtengetümmel von Geonosis und jetzt müssen wir feindliches Gebiet durchqueren. Ach du Heilige, okay. Mehrere Wachen nicht weiter. Natürlich! Warum auch nicht? Ach, das sind Kiddies wieder. Verstanden, Sieben. Aber zuerst, scheiße. Sollten wir die restlichen Eingeborenen eliminieren? War's das? Nee, da sind ja immer noch welche. Vielleicht soll ich mal wieder auf den DC-17 Blaster gehen. Bams. War's das? Sieht gut aus. So. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Delta. Roger, platziere Sprengsatz. Dann mal hoch damit. Oh, und oben tobt auch die Schlacht über Geonosis. Ist ganz geil gemacht, finde ich, mit den riesigen republikanischen Kampfschiffen da. Sprengsätze sind scharf. Gut, dann mal hoch zurück mit dem Ding. Gute Arbeit, Delta. Sehr gut. Vorwärts. Delta Team, machen wir es von hier aus. Konzentriere mich auf Ziel. Allzeit bereit. Da, Kommandos, wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Sir. Klone. Soldat, Delta Team, ab mit Ihnen. Du kaltblütiger. Ach du Scheiße. Ja, das war natürlich super klug. Das Wrack war mal eines unserer Schiffe. So viel zum Thema Bruchlandung. Jo. Das ist definitiv nicht mehr zu gebrauchen, dieses Schiff. Versuchen wir es mit dem Geschütz da drüben. Stimmt. An das Geschütz. Das Geschütz können wir vielleicht noch verwenden. Gegen die Geos. Boah, sind das viele, ey. Scheiße. Verpiss dich. Sieben, wie viele Abschüsse hattest du heute? Mehr als du, Klugscheißer. Die Frequenz war jetzt bei. Ach, Mann. Wir machen doch nur Spaß. Die gefallen mir schon. So, 6-2. Gehen wir weiter. Jetzt mal kurz raus, da ich will auch noch meinen Spaß haben. Mehr Bugs, mehr Abschüsse. Genauso sieht's aus, Sieben. Danke. Ah, sonst noch irgendjemand? Boah, da war Sieben schneller als ich. Ist hier echt ein kleiner Wettlauf. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Bin unterwegs. Aber anscheinend haben wir alle Geonosianer ausgeschaltet. Den Klon konnten wir nicht mehr helfen. Gut. Position ändern, Delta. Dann mal raus da, 4-0. Elite-Truppen, scheiße. Okay. Das ist gar nicht gut. Dann mal den Typen erledigen. Ah, scheiße, der flambiert uns. Erledigt. Boah, 7. Gute Arbeit, definitiv. Und was haben wir hier Schönes? Eine Elite-Strahlenwaffe. Gut. Wir brechen auf. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagda, Soldat. 4-0 heilt sich mal. Wie, das geht nicht. Gönnen heil dich. Ein bisschen Bagda, Delta. Jawohl, Sir. Geht doch sehr wohl. Das hat gehalten. Dann heilen wir uns auch noch mal kurz. Jawohl. Zack. Gehen wir weiter. Delta 6-2 rückt weiter vor. Positiv. Und dann brechen wir mal auf, Jungs. Vorwärts. Formation einnehmen. Roger. Wo sind Geos? Ach, da.
Kriegt ihr den hin, Jungs? Haha, gut 7. Also im Nahkampf macht den Deltas keiner was vor. So, wo ist denn die nächste Schlucht? Da sieht schlecht aus, aber die Typen können wir mal ganz gut flambieren. Wenn ich sie denn mal sehen würde. Ach, scheiße. Das war nicht gut. Also mit ihren Speeren sind die schon recht gefährlich. Boah, und diese Schluchtenscharmützel, Gemetzel hier sind natürlich auch schwierig für uns, weil die Geonosianer haben natürlich Heimvorteil. Wir kennen das alles besser als wir. Aber wir sind ausgebildete Elite-Kommandos. Das sollten wir schon hinbekommen. Boah, ich sehe die gar nicht alle, ey. Schluchtenschlachten sind das hier. So, du stirbst jetzt mal. Mann, wie ich das hasse. Okay. Ah, scheiße. Das ist ein Elite-Geonosianer. Fuck. Boah, das sind nicht gerade wenige. Okay. Erstmal auf den Typen mit dem Laser. Scheiße. Boah. Verdammt. Boah. Yes. Scheiße. Fixer's down. 6-2 auch bald. Boah, 7. Scheiße, jetzt kommt's auf uns beide an, mein Freund. Meine Güte. Boah. Gute Arbeit, 7. Pass auf, hinter dir. Okay. Er muss wiederbelebt werden, Delta. 7. Hol mal deinen Bruder zurück. Ich halte den Rücken frei. Ich versuche es zumindest. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, 7 hat's überlebt. Sehr gut. Meine Munition ist auch leer. Schlecht. Kümmere mich um 6-2. Boah, Jungs. Hier bleiben kurz. Bams. Scheiße. Boah, da haben die uns übel mitgespielt, die Geos. Genehmigen Sie sich etwas, Bagdad. Okay, 7. Das hast du dir verdient. Da hat er uns gerade gut geholfen. Unsere anderen beiden Brüder waren schon ausgeschaltet. Also diese Geonosianer sind in Massen doch recht gefährlich tatsächlich. Vor allem in diesen engen Schluchten hier. Da liegt ein weiteres Angriffsschiff von uns. Also die Schlacht ist immer noch im vollen Gange. Da fliegen auch Schiffe der Handelsföderation über uns. Also das geht hier schon gut ab. Und man hat wirklich auch so ein Schlachtengefühl. Das finde ich ganz geil hier. Sehr gut, Fixer. Und jetzt auch noch wir. Zack, und dann kann das weitergehen. Angriffsformation ein. Vorwärts. So. Nochmal so eine Strahlenwaffe. Das kann gut sein. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Deltas. Da mal hoch damit. 4-0. Gib mir Rückendeckung, Deltas. Momentan habe ich noch, wollte gerade sagen, keine Geonosianer ausgemacht, aber das war dann relativ unkonkret. So. Da ist doch noch einer von den hässlichen Pennern. Geh weg mit deinem hässlichen Speer. Sonst hau ich dir mein Messer in den Bauch. Du Lappen. So, ich glaube, das war's und hoch damit. Bam. Gut. Ich würde mal sagen, wir können vorrücken. Danke. Gute Arbeit, 7. Begeben Sie sich in die nächste Schlucht. Dann mal abwärts, Delta-Team. Schluchten des Todes. Sag mir einfach, wo die Feinde sind und geht mir aus dem Weg. Schluss mit dem Gequatsche, 7. Bewegung. 6-2, wo bist du? Ach, da. Gut, 7 hat mal wieder schöne Sprüche am Start. Scheiße. Diese Schluchten sind echt tückisch. Ich überlege mal, ob es besser ist, mit dem DC-17 Blaster drauf zu gehen oder auch das Scharfschützengewehr zur Hand zu nehmen. Sterbt, ihr Bestien! Ihr hässlichen... Oh ja. Das ist leider korrekt. Scheiße, der hat's auf 7 abgesehen. Boah, sehr gut. Also auf die müssen wir echt aufpassen. Scheiße. Jetzt hat 7 erwischt, also... Ja, ich hab den noch voll erwischt. Danke. Okay. Kümmert sich bitte jemand um ihn. Scorch. 7 zurückholen. Ich gebe dir Rückendeckung. Boah, sind das viele. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe den Überblick verloren. Ich bin bereit. Allzeit bereit. So ist er, unser 7. Scheiße. Da habe ich auch was abbekommen. Boah.
Scheiße, scheiße, scheiße. Gute Arbeit, 7. Boah. Heftig, heftig, heftig. So, Fixer, raus da. Wie aus dem Lehrbuch würde ich jetzt nicht gerade sagen. Gute Arbeit. Boah. So. Tja, bei 6-2 weiß man das nicht so genau, ne? 7? Meine Güte. Also 6-2 und 7 haben so eine kleine private Fehde immer am Laufen. Wir brechen auf. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad, Delta. Bin unterwegs, Teamleader. Und 7 ist natürlich am liebsten im Scharfschützenmodus. Stellung einnehmen, Kommando. Wir haben keine Chance gegen dich. Das will ich hoffen. Delta-Team formiert sich. Noch einer weniger. Boah, guter Treffer. Also wir haben schon einige sehr fähige Scharfschütze im Team. Dann will ich da auch mich mal selbst probieren. Droiden? Oh, Superkampf-Droiden auch noch. Scheiße, scheiße. Da habe ich gut was abbekommen. Fuck. Ja, später sterben, 6-2. Du bist witzig. Ja, habe ich auch schon bemerkt. Aber durch mit den Scharfschützen sollten wir die eigentlich ganz gut wegbekommen. Sehr gute Arbeit, okay. Eieieiei. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagda, Soldat. Geh in Deckung, hole Bagda. So, 4-0 mal Bagda. Ich stock die Thermaldetonatoren auf. Ah, meine Güte, ey. Bagda verabreicht. Also das geht hier wirklich schon gut ab. Wenn man bedenkt, dass wir noch relativ am Anfang gespielt sind. 4-0 wirst du mal Platz machen. Danke. Dann kann ich mich auch mit Bagda voll saugen. Auf den DC-17 Blaster. Gehen wir weiter. Und weiter geht's, Jungs. Nicht gerechnet. Vorwärts. Bin in Position, Sir. Angriffsformation einnehmen. Ja, Sir. Ist das das Flugabwehrgeschütz schon? Nein, das Geschütz, Teamleader. Jo. Ach du Scheiße. Da scheint eine Öffnung darunter zu sein. Verstanden. Missionsparameter werden aktualisiert. Verstanden. Gehen Sie rein und deaktivieren Sie das Geschütz. Okay, Team. Gehen wir rein und räumen wir ein bisschen auf. Ach du Scheiße. Ich glaube, da oben haben wir auch noch Geschütze. Granatenposition aus Deltas. Ja, aber erstmal. Fuck. Boah. Richten Sie hier eine Granatenposition. Fuck, fuck, ein, fuck, fuck, fuck. Boah, 7 ist auch down. Boah, scheiße, die Geschütze da oben setzen uns richtig gut zu. Die habe ich zu spät bemerkt. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, erstmal zurückziehen. So, 6-2. Du kümmerst dich um Fixer und ich kümmere mich um diese dreckigen Geschütze. Eins ist schon mal weg. Das zweite auch, sehr gut. Ach du Heilige. Okay, wir haben noch Superkampf drüben, aber ich hole erstmal 7 zurück. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Mit dem allergrößten Vergnügen, Sir. So, Jungs. Jetzt wird zurückgeschlagen. Ein, Delta. Bin unterwegs. Bams. Und Bams. Okay. 6-2. Zu mir. Nicht zu weit vorgehen. Ah, das habe ich mir fast gedacht. Bams. Und drauf da. Boah. Heftig, heftig, heftig. Also dieses Flugabwehrgeschütz ist gut gesichert. So. Hau rein, dreckiger Droide. Bams. Und nochmal. Und. Yes. Gute Arbeit. So. 6-2. Hier Scharfschützenstellung einrichten. So, ich werfe auch mal eine Granate. Boah. Das geht jetzt richtig gut ab, Leute. Was haben wir denn noch im Angebot für den hier? Komm, hier. Schaltet den Typen aus. Yes. Das war lustig. Ja, das war wirklich lustig. Diese beiden Geschütze da oben, die 7 dann, glaube ich, noch ausgeschaltet hat, haben uns echt übel zugesetzt. So, da oben haben wir auch das Flugabwehrgeschütz, aber diese beiden kleinen Geschütze daneben haben mich echt auseinandergenommen am Anfang. So, Bagda-Prozedur, Freunde. So, kurz die Munition aufgestockt. Was, wer schießt denn hier noch? Nicht, dass das Flugabwehrgeschütz auf uns angelegt hat. Sie, Bagda, jetzt. Heilen 6-2. Du bist gut angeschlagen. Und, auch 7 könnte ein wenig Bagda vertragen. Boah, okay, betreten Sie den Flugabwehrbunker. Ich will hier hinten nochmal nach Munition gerade gucken. Da haben wir nämlich noch so Nahgranaten, wobei ich die ja bis jetzt noch nicht eingesetzt hatte. Eieieiei. Okay, aber wir haben es dann auch noch ganz gut hinbekommen.
Wichtig ist immer in solchen kritischen Situationen, dass man den Überblick irgendwie bewahrt, weil das ist nicht immer so einfach. Plötzlich wimmelt es da so von Droiden, die Geschütze habe ich leider zu spät gesehen, aber... Naja, ich würde mal sagen, machen wir einfach weiter. Freunde? Ja, 7, dann müssen wir weitergehen am besten. Ab in den Flugabwehrbunker, auf geht's.